Willkommen bei Cheops Grabkomplex. Der Taltempel war das erste architektonische Objekt, auf das man beim Betreten des Grabkomplexes traf. Er wurde als offizieller Eingang zum Grabmal betrachtet und vereinte die strukturellen Merkmale von Tempel und Säulengang. Der Taltempel des Cheops weist einen Bodenbelag aus Basalt auf, der uns anzeigt, wo der Säulengang des Bauwerks zu finden war. Solch eine Trennung soll sowohl die unterirdischen als auch die sonnengewandten Aspekte des Jenseits symbolisieren. Cheops Aufweg verlief von der Überschwemmungsebene bis zum Plateau und verband den Taltempel mit dem Totentempel. Ein traditioneller Aufweg war meist ein gepflasterter Pfad, der von Mauern eingeschlossen und oft überdacht war. Von Archäologen entdeckte Fragmente zeigen, dass die Mauern von Cheops Aufweg, einem der längsten uns bekannten, mit Inschriften und eventuell auch Farbe verziert waren. Die Darstellungen zeugen von großer thematischer Vielfalt. Sterne an der Decke, begleitet von Schlachtszenen an den Wänden. Andere Inschriften zeigten die Erschaffung des Komplexes, also Handwerker bei der Arbeit. Die beeindruckendsten privaten Friedhöfe von Gizeh liegen östlich und westlich der Cheops-Pyramide. Der östliche Friedhof war den Mitgliedern der Königsfamilie vorbehalten, der westliche vor allem für diverse höfische Würdenträger reserviert. In beiden Bereichen waren die Privatgräber oder Mastabas streng angeordnet und als Straßen und Alleen angelegt. Dieses Arrangement war wohl ein Versuch, den Königshof auch im Jenseits zu repräsentieren. Östlich der Cheops-Pyramide finden sich drei kleinere Bauwerke, die Königinnenpyramiden. Ein verschütteter, aus dem Stein gehauener und mit Mauerwerk versehener Gang führte von der Basis zu einer Grabkammer. Während diese Monumente offenbar für die Begräbnisse von Königinnen gedacht waren, ist die Identität der Bewohnerinnen unklar. Die nördlichste Pyramide war wahrscheinlich für Königin Hetepheres bestimmt, die Cheops Mutter gewesen sein soll. Allerdings wurde 1925 zufällig ihr eigentliches Grab in der Nähe entdeckt. Es war am Fuße eines tiefen Schachts in einer unterirdischen Kammer versteckt. In der verborgenen Kammer entdeckten Ägyptologen die vollständigste Ansammlung von Begräbnismaterial aus der Zeit des Alten Reiches. Ihr Körper aber fehlte. Der Cheops-Pyramide haben Ägyptologen 7 Bootsgruben entdeckt. Die genaue Funktion dieser Gruben in Bootsform ist noch unbekannt. Höchstwahrscheinlich sind sie aber symbolischer Natur. Da sich die Bootsgruben östlich der Pyramide befinden, also genau da, wo der wiederbelebte König wieder erscheinen sollte, kann man davon ausgehen, dass diese Annahme der Wahrheit entspricht. Die beiden südlichen Bootsgruben waren von riesigen Kalksteinplatten bedeckt. Sie wurden 1954 von Kamal al-Malak, einem ägyptischen Ägyptologen, entdeckt. Nur eine davon wurde geöffnet.
1224 Bootsteile aus Zedernholz wurden nach und nach geborgen und sorgfältig vom Meisterrestaurator Ahmed Youssef zusammengesetzt. Dieser Prozess dauerte 28 Jahre. Youssef orientierte sich dabei an den Fugenlinien und Zapfenverbindungen und verband die Teile mit Pflanzenseilen, um möglichst authentische Ergebnisse zu erzielen. Der griechische Begriff Pyramidion bezieht sich auf den Schlussstein einer Pyramide oder die Spitze eines Obelisken. Im alten Ägypten hießen beide Komponenten Benben. Dies wiederum bezeichnete auch eine bestimmte Art Nahrung, ein konisch geformtes Brot als Opfergabe. Da das Pyramidion eine verkleinerte Version der Pyramide darstellen sollte, war es symbolisch auch ähnlich aufgeladen. Einige Pyramidia wurden in Pyramidenkomplexen gefunden. Das älteste wurde in Dashur entdeckt und ist zweifellos typisch für Pyramidia des Alten Reichs. Es ist aus Kalkstein und weist keine Inschriften auf. Einige Pyramidia mit Inschriften wurden in privaten Grabkapellen gefunden. Alle Inschriften beziehen sich auf den Sonnensymbolismus des Benben. Die Pyramidia der Pyramiden von Gizeh wurden nie geborgen. Die im Spiel sichtbare Rekonstruktion ist fiktiv. Sie ist golden und trägt Inschriften mit Bezug auf Cheops.